Hallöchen, liebe Bücherfreunde, herzlich willkommen im Wochenende. Heute, ja, wieder ein bisschen später als die letzten beiden oder drei Wochen. Erst am Sonntag, denn ich bin jetzt erst heute am Samstag dazu gekommen, die Bücherwoche abzudrehen. Und ja, es war meine erste Arbeitswoche nach dem Urlaub. Es war tatsächlich sehr ungewohnt, wieder so nach einem normalen Rhythmus sozusagen zu leben. Aber es war recht angenehm, es war nicht allzu viel zu tun, sodass man gut ankommen konnte, ohne gleich wieder mit Stress überhäuft zu werden. Es war eine sommerliche Woche mit ganz wunderbaren Temperaturen. Ihr wisst, ich bin ein Sommer- und Sonnenkind und es war eine perfekte Woche. Und ich habe jeden Nachmittag genutzt, um den draußen zu verbringen, um Sonne zu tanken und gute Laune. Und mir geht es tatsächlich wirklich immer um Längen besser, wenn das Wetter es im Grunde hergibt. Also wunderbares Wetter und wunderbare Stimmung. Auch eine wunderbare Lesewoche sozusagen mit vier Büchern, die ich beendet habe. Das erste Buch hatte ich ja letzte Woche schon kurz erwähnt, dass ich es noch am Hören bin und mit dem werden wir heute auch anfangen. Und zwar ist das das Hörbuch Boy in the Park von, von A.J. Grayson, mal schnell gespickt natürlich, meine Güte, A.J. Grayson. Ja, habe ich als Hörbuch gehört, ist ein Thriller, der mich direkt angesprochen hat, als ich das Buch, glaube ich, in Köln gesehen hatte und mal so drüber geratscht bin über das Cover und dann dachte ich, Mensch, so ein Thriller mal anhören, ist bestimmt eine coole Idee. Dann ging es weiter mit einem Buch, das ich zusammen mit der lieben Bea gelesen habe. Viele liebe Grüße an dich. Und zwar Armani, Rebellen des Sandes, ein Auftakt einer Trilogie, das eben eher so Urban Fantasy, Dystopie ist und eben in der Wüste spielt, wie man am Cover unschwer erkennen kann. Dann hat unser Leseklub, unser Facebook-Leseklub, den ich zusammen mit Alicia und Phil gegründet habe, diesen Monat Sorry gelesen, einen Thriller, den ich gestern, also Freitag, dann auch beendet habe, obwohl der letzte Leseabschnitt im Grunde dann erst heute am Samstag fällig gewesen wäre. Aber ich wollte ihn dann nur noch beendet haben. Warum und weshalb, hört ihr dann natürlich. Und das letzte Buch ist dann ein Buch, auf das ich mich sehr gefreut habe. Ich habe es, glaube ich, damals auch bei den Neuerscheinungen August vorgestellt. Die relative Unberechenbarkeit des Glücks. Und ich spicke wieder den Autor, die Autorin von Antonia Hayes. Und das habe ich wirklich ratzfatz weggelesen. Ich glaube, Donnerstag begonnen und gestern Nacht dann im Bett die letzten Seiten gelesen. Und was wird es da noch ein bisschen geben? Ich werde euch eine wunderbare Buchpost erzählen, ein neues Hobby, das ich beginnen werde. Eine Katze, die von der Seite kommt, wieder hier Kamerageil. Und es wird aktuell wieder abgestimmt über das nächste Buch, was wir in unserem Facebook-Leseklub wählen. Und da werde ich euch die drei Bücher, die auf unserem Sub sind und zur Wahl diesmal stehen, eben auch kurz vorstellen. Also relativ viel, deswegen fangen wir einfach mal an. Und zwar mit, Boy in the Park, wem kannst du trauen? Von A.J. Grayson, ist erschienen am 1. August diesen Jahres im Drömer Verlag, kostet broschiert 14,99 als E-Book 9,99, hat 368 Seiten. Ich habe mich für das Hörbuch über mein Audible-Abo erschienen und es wurde gesprochen von David Nathan, der unter anderem die Synchronstimme ist von Johnny Depp und auch Christian Bale. Zwei Schauspieler, die ich unglaublich liebe. Und man muss dazu sagen, es ist nicht die Johnny Depp-Synchronstimme in Fluch der Karibik 1 bis 3. Es ist die ursprüngliche Johnny Depp-Stimme, die dann gleich wieder ab Fluch der Karibik 4 dabei war. Irgendwie gab es da, glaube ich, irgendwelche Schwierigkeiten im Teil 1 bis 3, deswegen war das jemand anders. Und sonst ist es aber Johnny Depps Stimme. Und ich dachte, ja, David Nathan hat einfach eine ganz, ganz tolle Stimme. Und das hat mich dann eben dazu gebracht, tatsächlich das Buch dann auszuwählen zum Anhören. Und hier sei schon gesagt, die Stimme war grandios. Ich mag ihn wirklich unglaublich gerne. Man hat wirklich das Gefühl, es wird einem eine Geschichte vorgelesen von Christian Bale, zum Beispiel bei Batman. Also wirklich, wie wenn Batman einem schaurige Nachtgeschichten erzählt. Oder eben auch Johnny Depp, der ja schon die ein oder andere gruselige Rolle gespielt hat. Egal ob in Die Neun Pforten, in Sleepy Hollow, in, Das geheime Fenster, Sweeney Todd. Und
das Gefühl hat man ständig, dass Johnny Depp neben einem sitzt und vorliest. Und es war eine ganz kurz lustige Anekdote. Ich habe im Garten gehört und habe es laut gehört, weil ich Kopfhörer vergessen habe. Und dann ist meine Mama vorbeigelaufen und hat so gesagt, schaust du dir wohl einen Film an? Und mit Johnny Depp, Mensch, den hätte ich mir auch mit angeguckt. Auch meine Mama mag Johnny Depp. Und da musste ich lachen. Und dann hat sie gesagt, na, ich höre ihn doch. Und na, was guckst du denn? Und ich höre ein Hörbuch und die Synchronstimme spricht die vor. Und dann hat sie kurz so mit reingehört und hat gedacht, wenn sie die Augen zumacht, sieht sie Johnny Depp. Also fand ich sehr lustig. Also es ist definitiv sehr markant. Auch eine Stimme, die man, glaube ich, aus ganz vielen wiedererkennt. Und ich fand, sie hat auch perfekt zu einem Thriller gepasst. Also ich fand die wirklich ganz, ganz toll. David Nathan macht hier wirklich einen tollen Job. So, jetzt aber zum eigentlichen Thriller. Boy in the Park. Ja, wir haben hier Dylan Aronson, meine Güte. Der lebt ein sehr ruhiges Leben in San Francisco. Er arbeitet in einem Naturkostgeschäft und mit so Naturprodukten. Und geht in seiner Mittagspause, ich glaube ziemlich täglich, in den Botanischen Garten und genießt dort die Ruhe und seine freie Zeit. Und er isst auch nicht in diesem Garten, sondern er genießt wirklich diese Ruhe. Und ja, es gibt dort einen kleinen Teich und auch hier beobachtet er sehr viel, auch die Menschen drumherum. Und er ist ein kleiner Gedichteschreiber, allerdings sind die meisten Gedichte, die er schreibt, unvollendet. Und so hat er schon mal überlegt, ob er vielleicht direkt wirklich auch ein Band herausbringt mit den unvollendeten Gedichten von sich selbst sozusagen. Und er sagt eben auch so von diesen Gedichten und warum die unvollendet sind, dass eben ja auch das Leben unvollendet ist. Und wie sollen dann eben Geschichten ein Ende finden? Also wenn man von einem tollen Morgenrot schreibt, warum sollte das ein Ende finden? Und deswegen sind im Grunde seine Gedichte und seine Erzählungen unvollendet. Und ja, längere Zeit beobachtet er jetzt schon einen Jungen im Park. Der ist relativ jung, relativ klein und er sitzt auch täglich dort. Und er macht sich auch Gedanken über diesen Jungen, ob der wohl in der Privatschule ist oder eben von seiner Mutter oder Vater unterrichtet wird, weil er eben die Zeit hat, die Mittagspause dort zu verbringen. Eines Tages ist der Junge dann allerdings voller Blut und Dylan geht eben auf die Polizei, ohne den Jungen zu kennen, ohne den Namen zu kennen, erzählt seine Geschichte und wird ziemlich schräg von der Polizei angesehen, weil die natürlich sagen, hey, wenn du nicht mehr weißt, was sollen wir damit jetzt im Grunde anfangen? Und hier erfahren wir dann einige Erinnerungen auch von Dylan und seiner Vergangenheit, wo dann im Grunde jetzt sozusagen die Spannung dann tatsächlich ein bisschen anzieht. Zwischendurch haben wir immer wieder Gesprächsaufzeichnungen einer Gefängnispsychologin und einem inhaftierten Patienten. Und das ist unglaublich spannend und interessant, gelesen zum einen und auch wirklich geschrieben. Und weil es wirklich eben diese Dialogform ist und man eben anhand so ein bisschen der Stimme sozusagen, also das hat man natürlich beim Vorlesen der Stimme, so ein bisschen die Stimmung auch erkennen, die da herrscht. Und hier ahnt man schon ein wenig, wohin die Geschichte gehen könnte. Also ja, wenn man sich da nicht total täuschen würde. Und wir haben dann eben daneben auch noch andere Dinge, die passieren, die ich aber nicht jetzt groß spoilern oder weitererzählen möchte, weil sonst würde ich vielleicht zu viel erzählen, dass eben der Junge und dann auch Dylan eben ja im Grunde gemeinsam eine Reise machen und wir hier eben sehr viel über die beiden erfahren, über die Leben, die sie leben, über die Leben der Umgehörigen und wir eben dann eben auch irgendwann einen Zusammenhang zu diesen Psychologengesprächen erfahren. Ja, es klingt alles gar nicht sehr thrillermäßig, wenn man das sich so durchliest und oder so durchdenkt. Aber, und da kommt das große Aber, es war ein unglaublich grandioser Thriller, der komplett hier drin passiert ist. Ich kann es gar nicht anders sagen, außer dass es so viel zwischen den Zeilen gab, so viel angedeutet wurde und der Kopf nur noch gerattert ist, sich nur noch Gedanken gemacht hat, ja, auch rotiert ist, in welche Richtung diese Geschichte gehen können. Man hat angefangen und man wollte ständig weiterhören. Also egal, ob ich irgendwo mal noch eine Viertelstunde hatte, ob ich in der Mittagspause noch 10 Minuten hatte, schwupps, Ohrstöpsel rein, ich habe gehört. Ich hatte ständig das Bedürfnis, weiterzuhören. Es war sehr einnehmend, es hat einen mitgenommen, es hat einen mitgerissen. Man wollte wissen, wie es weitergeht. Und es war gar nicht, dass es extremst überspannend ständig war, sondern es hatte auch sehr ruhige Momente. Und ich fand gerade das so
gefährlich in diesem Thriller, wenn er eben nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt. Und das fand ich toll. Es hat unglaublich viel sich einfach wirklich in meinem Kopf abgespielt. Es war super flüssig geschrieben, auch ganz, ganz toll erzählt und vorgelesen. Und egal, man denkt sich auch immer so, oh, es geht noch ein Kapitel, es geht noch eins. Oh, jetzt kommt wieder eine psychologische Aufzeichnung und nochmal. Und man wollte immer, immer weiterhören. Und ich höre ja auch Hörbuch, bevor ich ins Bett gehe. Und auch hier, ich dachte ständig, Steffi, du musst jetzt schlafen. Ständig, Steffi, es ist spät, Steffi. Und ich konnte nicht aufhören. Also es hat mich echt süchtig gemacht. Und es gibt auch immer wieder neue Wege, die man irgendwie verfolgt und mit denen man mitgeht, wo man eben denkt, oh, jetzt könnte ich irgendwie mal in die Richtung gehen. Aber man wird auch auf Sackgassen geführt, auf Wege, die nirgendwo hinführen. Und das fand ich unglaublich spannend. Und es war nicht frustrierend, weil man nicht dahinter kam, sondern es war einfach spannend. Und es hat immer wieder eine neue Überraschung parat gehalten. Und wir haben halt hier auch das Thema häusliche Gewalt. Und ich fand auch das unglaublich realistisch dargestellt, sehr echt, auch was die Personen darunter im Grunde, was sie dazu veranlasst, so zu reagieren, wie sie reagieren. Und es war eben nicht einfach so 0815, der eine ist der Schuldige, sondern auch aus dieser Sicht erfahren wir eben Dinge. Und es hat mich unglaublich erschüttert. Und es gibt dann eben auch diese Reise, die beide machen. Und auch das fand ich wirklich ganz, ganz toll beschrieben, wie man eben durch diese Landschaften fährt und sich beide im Grunde immer mehr öffnen und man dadurch einfach Dinge erfährt. Es war grandios, alle Fäden sind am Ende dann auch irgendwie zusammengekommen und es war ein unglaublich gut gemachtes Ende, eine unglaublich gut geschriebene Geschichte und es hat mich wirklich mitgerissen. Es hat mich versprachlos zurückgelassen, weil es mich wirklich so begeistert hat und ich wirklich so, ja, in dieser Geschichte war. Ich bin da immer noch hin und weg. Also es hat mich auch dann noch einen Tag später mindestens beschäftigt und es kreist im Kopf herum und es war ein wirklich ganz, ganz toller Stil, wie er geschrieben wurde, dieser Thriller, und wie er mich mitgenommen hat. Ich habe ja wirklich eigentlich die Befürchtung, dass ein Thriller nicht so für ein Hörbuch ist. Das hat sich, glaube ich, manchmal auch gezeigt, dass ich manchmal dachte, hä, wie war das nochmal? Ich glaube, wenn ich es selber gelesen hätte, wäre es vielleicht noch eine Spur tiefer gewesen, aber ich fand es grandios. Also es ist wirklich ein Top-Thriller, den ich jedem empfehlen kann, der eben Psycho-Thriller mag, der nicht auf blutiges Gemetzel steht, sondern der wirklich gerne auch Thriller zwischen den Zeilen liest. Und man merkt ja, ich bin tatsächlich jetzt ein bisschen in Thriller-Laune gekommen. In der Vorwoche schon Dreh dich nicht um von Armentrout, das mich weggefetzt hat. Und hier auch. Also ich merke, ich komme langsam wieder in Thriller-Stimmung, habe ja schon längere Zeit keinen gelesen. Es ist bei mir auch eher so ein Herbst-Winter-Thema. Aber die beiden Thriller haben mich wirklich mitgenommen, begeistert und ich fand die wirklich ganz, ganz großes Kino. Und dass man eben am Ende auch einfach nicht ahnt, wie es ausgeht. Also ich fand das toll. Ich mochte auch einfach die Stimmung. Ich fand das großartig. Also wirklich ein Top-Thriller. Jeder, der gerne Psycho-Thriller liest, die auch so ein bisschen, ja, im Grunde poetisch vielleicht sind, also die auch so die ein oder andere Weisheit, also ich fand es toll, also ihr merkt, ich bin echt begeistert, mir hat es echt gefallen und es ist, glaube ich, der Debüt-Thriller von diesem Autor, wenn ich mich nicht irre, den werde ich auf jeden Fall mal im Auge behalten, ob da mal noch irgendwas kommt oder ob das so, ich sag mal, so ein Thriller-Autor sozusagen bleibt. Ja, dann ging es mit einem ganz anderen Genre weiter, auf das ich mich unglaublich gefreut habe. Ich hatte das Buch schon ein bisschen länger vom CBT Verlag bekommen, hatte aber mit der lieben Bea eben besprochen, dass wir das zusammen eben im August lesen, sobald es erscheint. Und das haben wir dann, glaube ich, ab Sonntag auch getan. Wir haben das Buch wieder schön eingeteilt und haben zwischendurch gemerkt, ach, wir kommen auf jeden Fall ein bisschen weiter, als der Leseabschnitt es heute zulässt. Ja, spricht auf jeden Fall schon mal für das Buch. Und es geht um Armani, Rebellen des Sandes. Meine Güte, deutsche Sprache heute schwer. Von Alvin Hamilton ist der Auftakt einer Trilogie. Leider ist bisher auch nur der erste im Englischen erschienen. Ich hätte, glaube ich, sonst direkt weitergelesen. Ist am 22. August diesen Jahres im CBT Verlag erschienen. Kostet gebunden 16,99 als E-Book 9,99 und hat 352 Seiten. Und hier sei schon mal für englische Leser gesagt, dass man den englischen Band als E-Book zum Beispiel schon für 4 Euro bekommt und das Taschenbuch bei 5,99 liegt, also wirklich eine günstigere Variante ist.
Und es ist im Englischen aber leider auch erst der erste Teil erschienen, weil ich glaube, ich hätte da sehr dazu geneigt, direkt weiterzulesen. Ja, wie man am wunderschönen Cover sieht, spielt die Geschichte in einer Wüste, und zwar in Dustwalk. Und wir lernen hier Armani kennen, eine junge Frau, die bei ihrer Tante und Onkel lebt, zusammen mit Cousin und Cousine, und da nicht sehr glücklich in dieser Welt. Es ist eine sehr männerdominierende Welt, eine Welt, in der Frauen nicht allzu viel zu sagen haben, die da im Grunde wirklich das tun, was ihnen die Männer diktieren und sagen. Und ja, Armani ist da tatsächlich ein bisschen anders. Sie ist sehr selbstbewusst, sie ist sehr stark, sehr tough, ohne irgendwie arrogant oder so zu wirken, eine sehr sympathische Protagonistin, das sei schon mal eingeworfen. Und ja, wir treffen mitten in der Geschichte im Grunde ein, als Armani auf dem Weg ist zu einem Schießwettbewerb, um sich da eben mit anderen zu messen. Und ja, es dann da aber nicht ganz so ausgeht, ja, wie wir uns das vielleicht für sie erhofft haben. Denn ja, sie muss sich da auf so ein bisschen merkwürdige Spielchen einlassen, auch zusammen mit Yin, den sie dort kennenlernt, allerdings unter anderen Namen. Und ja, sie sind dann im Grunde mehr oder weniger auf der Flucht. Armani musste sich dort als Mann ausgeben, denn Frauen sind natürlich nicht für einen Schießwettbewerb zugelassen. Und aber nachdem dann eben die Soldaten des Sultans unterwegs sind und man sie leider an ihren sehr blauen Augen wiedererkennt, ist auch sie in ihrem Dorf im Grunde nicht mehr so sicher. Wir treffen auch auf ihren besten Freund Tamit, der ja im Grunde verletzte Beine hat und der im Grunde dann dazu auch ein bisschen gebraucht wird, um Armani ja mehr oder weniger zu erpressen, es dahin zu bringen, dass sie eben das tut, was man von ihr erwartet. Und ja, sie muss dann eben aus der Stadt flüchten, trifft dann eben zum Beispiel auf ein Wüstenpferd, das zur Ablenkung dann im Grunde dient, damit Yin fliehen kann aus der Stadt. Und hier sind wir dann schon bei den fantasievollen und wirklich wunderbaren mystischen Wesen, beziehungsweise auch frei erfundenen Wesen, die ich unglaublich toll fand. Und ja, Armani läuft eben nun davon, nimmt sich ein Bahnticket und ist im Grunde auf dem Weg zu einer anderen Tante, weil ihre Eltern eben tot sind. Da erfahren wir ein paar Details ja immer mal wieder. Und dort trifft sie in dem Zug, in dem Abteil dann wieder auf Yin, der sich eben ein bisschen verantwortlich für sie fühlt und der sie dann im Grunde, ja, im Grunde zu seinen Freunden bringen möchte. Und wir erfahren dann eben auch, dass es Rebellen gibt, die eben für eine neue Morgenröte kämpfen gegen den aktuellen Sultan. Und ja, welche Geschichte da Armani dann im Grunde tatsächlich spielen wird. Und neben den Menschen, den wir in der Geschichte kennengelernt haben, haben wir aber auch die sogenannten Erstwesen, worunter zum Beispiel ein Wüstenpferd zählt, die Djinns zählen, die Ghule zählen, die Nachtmare zählen und vielerlei andere tolle, fantasievoll erschaffene Wesen gelten. Und ich fand das unglaublich schön. Also ganz, ganz toll, das schon mal so vorweg. Ja, mich hat dieser Auftakt wirklich gepackt, gefesselt, begeistert. Es war unglaublich spannend. Es war wunderbar geschrieben. Man hat am Anfang einen Moment gebraucht, um reinzukommen, was unter anderem daran lag, dass sowohl ja Bea wie mir im Grunde eine Karte gefehlt hat. Also wir hatten keine Vorstellung von der Welt. Wir hatten kein irgendwie ja eine Idee, wie weit sind die Dinge voneinander entfernt, in welcher Welt sind wir gerade. Das hat es am Anfang ein bisschen schwieriger gemacht, um das alles zu verstehen, aber man ist immer mehr in die Geschichte hereingekommen. Ich sag mal so, nach den ersten 50, 60, 70 Seiten, das müsste dann so ab dem zweiten Lesetag gewesen sein, war ich in der Geschichte drin. Ich mochte Armani wirklich unglaublich gerne. Es war eine starke Protagonistin mit Gedanken, die man nachvollziehen kann, Gefühlen, die einen rübergebracht wurde. Sie hat uns durch eine Welt geführt, die für uns ja neu ist, anders ist und wir einfach kennenlernen mussten. Ich mochte auch die Nebencharaktere, wie zum Beispiel Yin, der eben ja, so manches Geheimnis birgt. Auch die Charaktere, die etwas später kommen, wie Shazad und Bashi, mochte ich unglaublich gerne. Auch wie die miteinander uns im Grunde die Welt zeigen, in der wir leben, wie wir das erfahren, was es mit dem Sultan auf sich hat, mit den Rebellen auf sich hat, wie das so ineinander geht, fand ich wirklich großes ja, Charakterkino, wenn man so möchte, hat mir ganz, ganz toll und wirklich großartig gefallen. Und ich mochte eben auch diesen dystopischen Hauch in dieser Welt. Ich bin ein Dystopie-Fan und mir hat es einfach ganz viel Spaß gemacht, da einzutauchen, diese Welt kennenzulernen, diesen Wüstengeschmack im Mund zu haben.
haben und eben ansatzweise zu erahnen, wie schwer es bei Hitze und Wüste und Trockenheit einfach sein kann. Und ich mochte einfach das Feeling, was uns rübergebracht wurde, was uns gezeigt wurde, auch die Welt, in der wir uns befunden haben, fand ich ganz, ganz toll. Ich mochte eben auch diese fantastischen Wesen, die ich unglaublich kreativ und fantasievoll fand. Und ich habe mir zum Beispiel zum Wüstenpferd mal mit herausgesucht. Das ist ein Erstwesen, erschaffen aus Sand und Wind in den Tagen vor Unsterblichen. Es konnte bis zum Ende der Welt und weiterlaufen, ohne müde zu werden, und war sein Gewicht in Gold wert, wenn es einem gelang, es einzufangen. Hoch und jetzt hier. Ja, und das fand ich wirklich einfach ganz, ganz toll. Und ich mochte einfach den Auftakt. Ich mochte nicht so den mehr oder weniger Cliffhanger am Ende, ohne zu wissen, wann es weitergeht. Aber ich fand's toll. Ich fand's wirklich großartig. Jeder, der Dystopien mag, der im Grunde so eben dieses orientalische mag, der Wüste mag, der auf sowas steht, der sich eben in einem anderen Klima befinden möchte und der eben wirklich eine tolle Protagonistin haben möchte, die ich wirklich toll fand, in keinster Weise arrogant oder überheblich oder ständig hin und her gerissen, sondern einfach klar und toll und wenn auch nicht immer als logisch war für mich, aber ich konnte sie einfach verstehen, auch wenn sie Unfug getrieben hat. Und ich fand es toll. Ich mochte die Geschichte wirklich sehr. Mir hat auch das gemeinsame Lesen sehr, sehr viel Spaß gebracht. Und ich, ja, wir und ich sind uns ja tatsächlich schon sehr ähnlich, wenn es ums gemeinsame Lesen geht, was wir so ein bisschen empfinden. Und ja, nach dem etwas vielleicht holprigen Anfang, bis man im Stil drin war, in der Geschichte drin war, ja, war es wirklich gigantisch. Also ganz, ganz toll. Hat mir wirklich großartig gefallen. So, nach diesem, beziehungsweise während ich Armani gelesen habe, ist schon unser Leseklubbuch für den August gestartet. Und zwar Sorry von Zoran Drifenka. Ich hoffe, man spricht hier so aus. Das Buch ist bereits im Mai 2010 im Ullstein Verlag erschienen, kostet als Taschenbuch 9,99, als E-Book 8,99 und hat 400 Seiten. Habe ich schon Ewigkeiten auf dem Sub irgendwann mal in einer Thriller-Euphorie sozusagen zugelegt und war dann auch ganz toll, als wir eben diesen Thriller dann sozusagen gemeinsam im Leseklub gelesen haben. Zum Leseklub kommt ihr natürlich unten in der Infobox, dazu ja aber später noch ein bisschen mehr. Ja, um was geht es in Sorry? Es geht um vier Freunde, beziehungsweise die männlichen Freunde sozusagen sind eigentlich, also sind Brüder, also, ne? Und die gründen nach verschiedensten Lebensdramen sozusagen eine Agentur, die sich bei Menschen entschuldigt. Also der Chef verbockt irgendwas, kündigt seinen Mitarbeiter, das ist aber eigentlich ein Fehler. Dann schickt dieser eben einen der Vieren sozusagen los, die sich das eben selbst in diese Agentur einteilen. Die entschuldigen sich, bringen vielleicht noch ein bisschen Abfindung mit, was auch immer. Denn auch die Vier sind dafür, dass eben eine Entschuldigung tatsächlich wehtun muss. Und ja, der Chef sozusagen verliert nicht sein Gesicht, aber derjenige Mitarbeiter in diesem Fall bekommt eben eine Entschuldigung, eine Entschädigung und eben das Gefühl, dass es dem Chef tatsächlich leid tut, was ja Menschen tatsächlich manchmal brauchen. Sie sind dabei relativ schnell sehr erfolgreich und merken eben, dass das tatsächlich irgendwie in dieser Welt gefehlt hat. Jeder der vier hat auch so ein bisschen private Probleme. Wir haben hier zum Beispiel Tamara, die eine Tochter hat, um die sie sich aber nicht kümmert, die komplett beim Vater lebt. Wir haben hier auch Frauke, die ihre Mutter ja sehr früh verloren hat und ein etwas merkwürdiges Verhältnis zu ihrem Vater hat und oder eigentlich der Vater zu ihr. Und hinter diesen vier, ja, etwas, ich sag jetzt einfach mal normalen Menschen mit ihren Problemen, finden wir dann eben oder sind dabei, als ein Mann ja eine Frau umbringt und das ziemlich zu Beginn der Geschichte. Und hier wird auch die Gräueltat schon sehr plastisch und reell dargestellt, von Nägeln durch Hände und keine Ahnung. Und ja, diese vier sollen sich, oder die Agentur der vier soll sich jetzt eben bei der Leiche entschuldigen, denn der Mörder möchte ja im Grunde Absolution für diesen Mord, nimmt man zumindest zu Beginn der Geschichte an, und sie sollen dann auch bitte die Leiche wegräumen. Ja, und
nicht nur, dass wir den Vieren in der Geschichte folgen, wir folgen auch einem Mann, der nicht da war, wir folgen auch Du. Also es gibt auch eine Du-Anrede in dieser Geschichte, wo man sich als Leser direkt angesprochen fühlt und ich, nee, also ich bin unschuldig. Und so haben wir verschiedene Perspektiven, auch einen davor, einen danach, wo man nicht so recht weiß, was ist der Ausgangspunkt. Und wir haben eine sehr verworrene Geschichte. Ja, ihr merkt es vielleicht. Es hat relativ verworren angefangen und die Verworrenheit hat sich für mich durch den kompletten Thriller gezogen. Ich denke, wir fangen auch erstmal so ein bisschen mit dem etwas Negativeren an. Ich mochte leider den Schreibstil von Driven Car gar nicht, denn es war sehr gewöhnungsbedürftig. Es waren teilweise sehr merkwürdige Sätze, eine merkwürdige Satzform, die er angewendet hat. Und er hat zum Beispiel auch keine Dialoge im Sinne von Anführungszeichen verwendet, sondern mit Bindestrich. Das ist am Anfang immer sehr gewöhnungsbedürftig und ich habe bei jedem Bindestrich irgendwie so gezuckt und gedacht, oh, jetzt geht wieder das Merkwürdige los. Ich fand, er hat es teilweise spannend gemacht, er hat es mir aber zu sehr uns auf den Teller präsentiert. Also ich mag, wie ich es vorhin bei Boy in the Park gesagt habe, eben auch gerne unterschwellig und zwischen den Zeilen und man muss es mir nicht direkt ständig alles bildlich vor die Ohren halten sozusagen, sondern er hat es einfach gezeigt. Er hat ständig mit der Kamera sozusagen draufgehalten und es blieb schon ein wenig Raum für Fantasie. Die wollte man aber gar nicht zulassen, sondern es hat eigentlich schon das gereicht. Es war das horrormäßig genug, was man erlebt hat. Mir war dieser Thriller zu blutig, zu blutrünstig, zu eklig und teilweise auch sehr abartig. Für mich. Ne? Ich bin eben keiner dieser blutigen Thriller-Leser im üblichen Sinne, sondern tatsächlich eher so ein bisschen für die Psyche sozusagen oder so Polit-Thriller oder ne, so Dan Brown, Fitzek, Stephen King, die machen ja sehr viel zwischen den Zeilen. Und hier war schon tatsächlich sehr, wo ich immer mal dachte, leg dieses Buch einfach weg. Also es gab Momente in diesem Buch, wo ich tatsächlich auch erstmal wortwörtlich bei einem E-Book das Buch zugemacht habe und gedacht habe, nee, jetzt, das will ich nicht lesen. Es geht in dieser Geschichte eben auch so ein bisschen um Kindesmissbrauch, um Pädophile, also Päderasten und also alles, was um Tiere und Kinderqualen geht, da kann ich persönlich nicht so drüber. Das geht mir unglaublich nah und da verschließt sich eigentlich alles in mir. Und es gab die ein oder andere Stelle, da hätte ich das Buch am liebsten abgebrochen. Hätte ich es nicht im Leseklub gelesen, wäre es tatsächlich ein Buch gewesen, was ich irgendwann zugeschlagen hätte und gedacht habe, du kannst das mal selbst lesen. Ich fand es, also für mich gingen eben manche Szenen einfach nicht. Dazu kam, dass diese vier Freunde manchmal reagiert haben und gehandelt haben, was ich überhaupt nicht verstehen konnte, nicht nachvollziehen konnte. Ich ständig mit dem Kopf geschüttelt habe über die Dummheit oder die scheinbare Dummheit der Vieren. Und es gab einfach so den einen oder anderen Moment, wo ich dachte, hallo, das macht kein normaler Mensch. Und klar kann jetzt in einem Thriller nicht anfangen, dass irgendwer die Polizei ruft. Das lasse ich mir alles eingehen. Aber ich hätte gerne eine logische Begründung dafür. Und nicht einfach, dass keinem der Vieren einfällt, dass sie nicht die Polizei rufen, sondern ich will wissen, warum. Also, ne, dann macht das auch für mich Sinn, wenn da einer Dreck am Stecken hat oder was auch immer und dann eben sagt, ich kann nicht, weil. Gut, lasse ich mir alles eingehen, aber so aus dem Nichts, nicht mal mit dem einen Hauch Wimpernschlag, irgendwie zu sagen, ich rufe die Polizei. Leute, also, und es gab so viele Punkte, wo ich bei den Vieren dachte, ach ja, und es, man hat eben auch keinen Bezug zu den Vieren. Man bekommt wenig erzählt, man bekommt keine Beschreibung der Charaktere, man kann sie sich nicht vor Augen vorführen. Und auch wenn er bei allen anderen Dingen doch tatsächlich wirklich jeden Blutspritze an der Wand erzählt hat, so ein richtiges Bild von den vier Freunden hatte ich persönlich nicht im Kopf. Es war manchmal sehr poetisch, also er hat tatsächlich wunderbare Sätze, Weisheiten in diesen Thriller auch verpackt, was mich dann eben immer mal wieder zurückgebracht hat in die Geschichte. Mich hat sehr gestört auch diese Du-Ansprache, dass ich endlich manchmal am Anfang zumindest dachte, oh, jetzt meint er mich, was will er denn eigentlich von mir? Ich konnte den manchmal tatsächlich nicht folgen. Es war halt sehr gewöhnungsbedürftig und es hat mich auch einfach bis zum Ende sehr viel verwirrt und das Ende war dann auch nicht das, was ich erwartet hatte, denn irgendwie, wenn ich jetzt sage, es war mir zu billig, klingt das vielleicht ein bisschen böse, aber ich habe da einfach was anderes erwartet. Also zumindest auch vom Ende.
Ja, also es wird kein weiteres Buch, glaube ich, vom Autor bei mir einziehen. Und der Leseklub, es hat Spaß gemacht, sich wieder mit den Leuten auszutauschen. Wie unterschiedlich auch die Meinungen waren, dass manche wirklich das einen grandiosen Thriller fanden, vielleicht sogar noch zu unblutrünstig. Und ich so dachte, boah, also mir war da jetzt schon schlecht. Ne? Also so unterschiedlich ist diese Wahrnehmung. Und ich fand das eigentlich sehr cool, eben auch die Sicht eben der zu lesen und zu sehen, die das Buch gut fanden. Wo ich dann dachte, ja, tatsächlich, mit dem und dem, das war wirklich gut gemacht. Und auch umgekehrt, dass dann eben die sagen, oh ja, ich verstehe, warum du das vielleicht kritisch siehst. Also so ein Leseklub oder überhaupt gemeinsam lesen, finde ich persönlich wirklich sehr, sehr schön und hat echt Spaß gemacht. Also, aber das Thriller leider nicht. Ja, ja, vielleicht waren es auch zu viele Thriller in kurzer Zeit. Also es war, ja. Aber gut, weiter geht es dann aber mit einem Buch, das ich im Grunde dann eben auch noch weiter parallel gelesen habe, nach Armani, und zwar Die relative Unberechenbarkeit des Glücks von Antonia Hayes, ist am 22. August diesen Jahres im Lanvallée Verlag erschienen, kostet gebunden 19,99 als E-Book 15,99 und hat 464 Seiten. Und das war ein Buch, was mich ja schon im Juli angesprochen hatte bei den Neuerscheinungen für den August, was mir vom Klappentext gefallen hat und auch von der Idee, die ich so dahinter erwartet habe, die dann tatsächlich eine andere war, aber nicht weiter schlimm. Und ich total happy war, als ich es vom Lanvallée Verlag eben zur Verfügung gestellt bekommen habe und jetzt dann eben auch ja, von meinem Reader gelesen habe. Wie ihr seht, ein sehr readerlastiger Woche sozusagen. Ja, wir beginnen mit Ethan und ja, Ethan lebt allein mit seiner Mutter Claire und ist ein etwas merkwürdiges Kind, könnte man meinen. Er interessiert sich für Sterne, für Physik, für Chemie, ist da unglaublich begabt und kann einem von der Sonne über die Sternkonstellation, über schwarze Löcher und auch die Antimaterie eigentlich alles erklären. Er hat einen besten Freund Will, mit dem es irgendwie einen Streit gab, den wir ein bisschen vielleicht irgendwann mal später dann erfahren, warum und weshalb. Und er wird halt auch sehr gehänselt in der Schule, sehr gemobbt und es kommt dann eben mal zu einer Schlägerei auf dem Schulhof, weil er sich einfach gegen die Aussage, dass er ein Freak ist, wehrt. Und er schlägt dem anderen einen Zahn aus. Böse, böse. Ja, wir erfahren auch von Claire, wie schwer es eigentlich so war als oder ist als alleinerziehende Mutter. Wir erfahren auch ein bisschen, warum vielleicht der Vater abwesend ist. Wir erfahren dann auch später ein bisschen mehr von Mark, dem Vater. Aber erstmal so von Claire, wie sie eben mit ihrem Sohn sozusagen umgeht, wie schwer es eben ist, mit so einem intelligenten Kind zusammen zu sein, dass sie eben manchmal gar keine Antworten auf die vielen tausend Fragen ihres Sohnes hat und er eigentlich schon intelligenter ist als sie selbst. Und ja, als sie dann eben ihren Sohn im Krankenhaus besucht, oder im Grunde erfährt, dass er im Krankenhaus ist, weiß eben bei der Schlägerei, ja, oder nach der Schlägerei, dann hat er einen Krampfanfall bekommen, einen Epilepsieanfall. Und sie dann eben im Krankenhaus erfährt, ja, das hängt eben mit dem damaligen Schütteltrauma zusammen, der im Grunde sein Vater ihm zugefügt hat. Also wenn man ein Kleinkind, glaube ich, 4 Monate eben schüttelt, da passiert ja einiges bei diesen Babys, bei diesen Kleinkindern und viele sterben ja daran. Und dass eben Ethan deswegen mehr oder weniger ein Genie ist, weil eben die Gehirnhälfte, die damals verkrustet wurde, vernarbt wurde, dass dann eben andere Verzweigungen im Gehirn vorgenommen wurden und er dann eben manche Schallwellen eben auch zum Beispiel sehen kann, für ihn das einfach alles logisch ist und er das alles greifen kann und sich deswegen so begeistert. Ja, Claire ist da sehr überrascht, hat zwar schon immer geahnt, dass ihr Sohn irgendwie anders ist, besonders ist, welches Kind, sagt sie ja selbst, ist für die Eltern nichts Besonderes. Und wir erfahren dann eben auch von Ethan und auch von der kleinen Allison, die ja tatsächlich auch sehr schwer gehirnkrank ist und Epilepsieanfälle haben, wie so dieses Leben eben ist. Und wir erfahren eben sehr viele Dinge aus Ethans Gedanken, was ich sehr schön fand, wenn man einfach so ein bisschen was Kindliches erfährt. Und erfahren ganz viel über Stephen Hawking, was ich sehr cool fand. Ein Mann, dessen Dokumentation und Bücher ich immer grandios finde und den ich selbst früher unglaublich gern zugehört habe oder den Gedanken gefolgt bin. Ja, und die ganze Geschichte ist eben sehr leise, sehr innerlich, sage ich mal, und ganz fein. Also die Geschichte von Ethan, dass er dann eben so ein Physik-Chemie-Genie zu
zu sein scheint, sich dann eben auch mit anderen Professoren trifft, dann eben die Mutter, die so ein bisschen mit dem Alleinsein kämpft, mit dem Alleinerziehend kämpft und ja, sich so im Leben irgendwie behaupten muss, und dann taucht eben der Vater von Ethan, Mark, auf, der ja so ein bisschen kämpft mit dem kranken Vater, den er hat und von dem er nicht geschätzt und geliebt wird, und er eben eigentlich irgendwie vielleicht doch wieder einen Bezug zu Ethan möchte, und dann eben erfährt, Mensch, seine Schüttelaktion, die er eben angeblich nicht war, obwohl er dafür ins Gefängnis gegangen ist, dass die vielleicht jetzt ein Genie aus ihm gemacht hat. Das sind alles so leichte Verwirrungen, Verwicklungen, die wunderbar niedergeschrieben wurde. Es ist durchgängig eine Spannung da. Man möchte immer fließend weiterlesen, möchte immer dabei sein, möchte jeden tollen Gedanken von Ethan erfahren, und es war eine ganz feine Geschichte. Ich kann es nicht anders ausdrücken, als dass sie wirklich im Herzen drin war, dass man, ja, wie ihr seht, auch manchmal beim Lesen einfach schmunzeln musste, sich gefreut hat über die Gedanken von Ethan, und einfach wirklich, es hat einfach Spaß gemacht, sie zu lesen. Es gab so viele tolle Weisheiten in diesem Buch. Es gab wunderbare Ideen, die man Ethan in den Kopf sozusagen gesetzt hat, die er uns eben kindlich rübergebracht hat, und wie er eben Physik und Chemie wahrnimmt und wo das herkommt, und dann eben auch mit diesem schlimmen Unfall oder ja, den Unfall mit seinem Vater, also dass der Vater ihn geschüttelt hat, wie das eben das Leben von ihm verändert, seiner Mutter verändert hat und natürlich auch von seinem Vater selbst verändert hat. Und es war einfach schön. Also es war wunderbar warm, es war ganz weich, es war sehr flüssig, es war so viel Gefühl, es war ganz viel dabei, es war Wärme, es war kindliche Begeisterung darin, und ich hatte einfach Spaß beim Lesen, ganz anders wie beim Parallelen-Thriller. Ich fand das wirklich toll, ich fand das wunderschön und habe es dann wirklich so wunderbar weggelesen. Also es war ja auch wunderbares Gartenwetter, sodass man sich hinlegt und lesen kann. Und ja, es gibt da eine wunderbare Weisheit, die ich auch rausgeschrieben habe. Träume sind Schäume, oder siehst du das anders? Kopfgeburten, Träume haben mit der Wirklichkeit nichts zu tun, sind immer Projektionen. Und wenn sie dann irgendwann tatsächlich wahr werden, sind sie genau das Leben. Oh, wunderschön. Auch sehr schön fand ich die Tattoo-Idee von Mark. Und zwar auch Mark ist Physiker und theoretischer Physiker, irgendwie sowas. Und er hat eine Tätowierung, E ist MC Quadrat, also die Formel, die Einstein ja bekannt gemacht hat. Und er erklärt das eben wunderbar, ja, Ethan ist sozusagen das E, M ist Mark, C ist Claire, und sie war immer seine Konstante. Und ich fand das so schön und dachte wirklich, ja, das hat so viel Sinn gemacht in dieser Geschichte. Und natürlich sind die Namen jetzt nicht zufällig gewählt, aber ich fand es irgendwie toll. Und ich kriege gar keine passenden Worte so zusammen, weil ich es einfach so ganz, ganz toll empfunden habe. Und es war wirklich vom Stil wunderbar flüssig. Man hatte so viele Eindrücke, die man bekommen hat. Und es war ein bisschen langsamer, ein bisschen langsamer. Es ist tatsächlich so. Und man konnte mit ganz viel Tiefe und Gefühl reingehen. Fand ich ein ganz tolles Buch. Hat mir wirklich gut gefallen. Und ich mochte einfach Ethan, unser kleines Genie, und seine Gedanken. Und ich mochte, wie uns die Welt erklärt wurde. Und ja, es war einfach, ja, großes, wunderbares Bücherkino sozusagen, und hat mir echt unglaublich gut gefallen. Ja, und das waren sie jetzt auch schon, die 4 Bücher der Woche. Meine Güte, jetzt habe ich so viel und so lange schon geredet. Jetzt müssen wir ein bisschen schneller machen. Also ich muss schneller machen, nicht ihr. Ja, und ich denke, nach diesem gemischter Bücherwoche, nach der gelesenen Büchern, kommen wir jetzt einfach mal zu der aktuellen Abstimmung unseres Leseklubs. Ich habe mir mal alle 4 Klappentexte sozusagen rausgesucht, damit ihr jetzt einfach ein bisschen erfahrt, welche Bücher ihr sozusagen wählen könnt oder aus welchen Büchern. Die Abstimmung wird bis zum 1. September gehen. Es gibt eine Umfrage in der Gruppe, die ich unten in die Infobox verlinke, und gelesen wird dann ja so gegen Ende September, also sodass auch jeder die Möglichkeit hat, der mitlesen möchte, der dann eben die Möglichkeit hat, sich das irgendwie gebraucht noch zu besorgen. Und weil es sind ja unsere Subbücher, und wer aber trotzdem sich für eine der Geschichten interessiert, na, der sollte natürlich die Möglichkeit haben, es sich auch noch zulegen zu können. Ja, wir beginnen mit dem ersten Buch, und zwar Der Circle von Dave Eggers. Das ist, glaube ich, Ende letzten Jahres erschienen und ist sogar ein Nummer 1 Spiegel Bestseller. Ja, wir haben hier
Huxleys schöne neue Welt Reloaded. Die 24-jährige May Holland ist überglücklich. Sie hat einen Job ergattert in der hipsten Firma bei der Welt beim Circle, einem freundlichen Internetkonzern mit Sitz in Kalifornien, der die Geschäftsfelder von Google, Apple, Facebook und Twitter geschluckt hat, indem er alle Kunden mit einem einzigen Internetidentität ausstattet, über die einfach alles abgewickelt werden kann. Mit dem Wegfall der Anonymität im Netz, so ein Ziel der weisen drei Männer, die den Konzern leiten, wird die Welt eine bessere. May stürzt sich voller Begeisterung in diese schöne neue Welt mit ihren lichtdurchfluteten Büros und High-Class-Restaurants, wo Sterneköche kostenlose Mahlzeiten für die Mitarbeiter kreieren, wo internationale Popstars Gratiskonzerte geben und fast jeden Abend coole Partys gefeiert werden. Sie wird zur Vorzeigemitarbeiterin und treibt den Wahn, alles müsse transparent sein, auf die Spitze. Doch eine Begegnung mit einem mysteriösen Kollegen ändert alles. Klingt doch unglaublich spannend und gucken wir mal, ob es dieses Buch wird. Als zweites steht der Auftakt einer Reihe an, und zwar Ich fürchte mich nicht von Tahira Mafi, ist 2014 erschienen und ist, wie gesagt, der erste Teil einer Reihe. Du darfst mich nicht anfassen, flüstere ich. Bitte fass mich nicht an, möchte ich in Wahrheit sagen. Aber wenn man mich anfasst, geschieht Seltsames. Schlimmes. Ihr Leben lang war Juliet einsam, eine Ausgestoßene, ein Monster. Ihre Berührung ist tödlich. Man fürchtet sie, hat sie weggesperrt, bis die Machthaber einer fast zerstörten Welt sich ihrer als Waffe bedienen möchten. Doch Juliet beschließt zu kämpfen, gegen die sie gefangen halten, gegen sich selbst, das Dunkel in ihr, für ihre Liebe und für den Zauber der Berührung. Ein Buch, von dem, glaube ich, jeder schon mal gehört hat, das ja die ganze Reihe doch tatsächlich auch ein bisschen einen kleinen Hype ausgelöst hatte und wirklich ein sehr, sehr interessanter und spannender Klappentext. Und auch das dritte Buch ist ein Buch, das im Ende 2015 erschienen ist, und zwar Wirst du da sein von Musso. Ich wage es nicht, den Vornamen auszusprechen, aber ihr seht natürlich die Cover eingeblendet. Dr. Elliot Cooper hat alles, was er sich wünschen kann. Den Respekt von Patienten und Kollegen, die Liebe seiner Tochter. Doch seit dem Tag, als er vor 30 Jahren seine Frau Elena verloren hat, quälen ihn Sehnsucht und Schuldgefühle. Was aber, wenn das Schicksal ihm eine zweite Chance gäbe? Wenn er in der Zeit zurückreisen könnte, um einen tragischen Fehler zu korrigieren? Ja, Musso ist bestimmt auch sehr, sehr viel in einem Begriff, hier mit einer sehr spannend klingenden Zeitreisegeschichte. Und ihr habt jetzt sozusagen, habt es in der Hand, jeder, der mitlesen möchte, dem eins dieser drei Bücher anspricht, zack, in den Leseklub beitreten oder, wenn ihr schon dabei seid, abstimmen. Die Bekanntgabe, welches Buch es dann wird, werde ich natürlich dann auch in der nächsten Bücherwoche vorstellen und bis zum 1.9. ist Zeit. Wir drei, die im Grunde die Subbücher sozusagen auswählen, wir stimmen nicht mit ab, weil natürlich jeder von uns für sein Buch tatsächlich wahrscheinlich abstimmen würde. Man kann dazu aber schon sagen, es ist hier gar nicht so erkennbar, weil wir teilweise wirklich auch immer zwei von den drei Büchern selbst auf den Sub haben und da natürlich auch Bücher auswählen, die uns allen dreien möglichst gefallen. Also es soll natürlich so sein, dass wir drei immer mitlesen können, vielleicht sogar ein Buch, was zwei auf dem Sub haben, hat der andere auf der Wunschliste. Es kann natürlich auch durchaus mal vorkommen, dass vielleicht tatsächlich mal ein Buch dabei ist, wo einer von dreien sagt, nee, ist nicht meins. Aber es ist ja unser Leseklub, es ist unser Sub und dementsprechend freuen wir uns natürlich auf rege Beteiligung und es hat jetzt mit den drei letzten Büchern schon wunderbar geklappt und ich denke mal, bei diesem Buch klappt es auch. Dann kurz zu der wunderbaren Buchpost, die mich erreicht hat, und zwar vom Bastei Lübbe Verlag, ganz, ganz frisch. Und zwar steht hier oben, streng vertraulich ungelöste Fälle. Ein Riesenpaket, ich habe erst gedacht, was könnte das sein, und habe es dann aufgemacht. Und dann ist da drin eine, also ich finde einfach die Aktion so cool. Also ja, dass sich ein Verlag das einfallen lässt. Ja, hier haben wir auch wieder streng vertraulich und wir haben eben eine Mappe mit Fällen sozusagen. Und zwar ist das im Grunde eine Promo-Aktion für 5 Thriller. Ich muss das hier mal ein bisschen aufmachen. Und in dem ist unglaublich viel. Ich nehme das mal raus. Es ist ein Brief drin. Thriller-Akte, streng vertraulich. Und es gibt eben 5 Thriller, also hier ist so ein Brief dabei, und zu allen 5
Fällen sozusagen hat man was in Händen. Einmal gibt es Fotos, also ihr seht es schon, es sind echte Fotos, und zwar zu dem neuen Thriller von Mirko Zilahi, Schattenkiller. Und wir haben hier tatsächlich echte Bilder. Also wahrscheinlich zu irgendwelchen Tatorten, die irgendwie in der Geschichte dann wichtig sind. Und die fühlen sich auch großartig an. Also ich habe das echt gefeiert, als ich das in der Hand hatte. Das lässt wirklich jedes Leserherz und Buchfanherz höher schlagen. Dann haben wir einen Thriller von Jean-Christophe Grange, Purpurne Rache. Und da findet sich diese Zeichnung sozusagen dahin. Da geht es um Ritualmorde, mysteriöse Todesfälle und eine explosive Familienchronik. Also sehr cool, also ist wirklich unglaublich gut gemacht. Dann haben wir hier For Internal Use Only an Smokey Barrett. Und zwar ist das der neue Cody McFadden, die Stille vor dem Tod. Ja, und hier erfahren wir eben dann aus Personenschutzgründen klassifiziert, was ist ihre Position, wie ist ihr Familienstand, ihre körperliche Gesundheit. Und dann heißt es unten, weitere Beobachtung wird empfohlen. Also sehr cool. Dann haben wir eine Zeitung, und zwar die Daily News, der Club der Henker. Ich hoffe, man sieht es, wie groß es ist. Wenn das Gesetz versagt, wer übt dann Gerechtigkeit? Von Tony Parsons, Wer Furcht sät. Und haben dann im Grunde den Zeitungsartikel wahrscheinlich zu dem Fall, der da drin bearbeitet wird. Also sehr cool gemacht. Und das letzte ist dann ein psychiatrisches Gutachten von Francis Ackerman Jr. von der Minneapolis City Hall. Und das ist das neue Buch von Ethan Cross, Ich bin der Zorn. Und hier heißt es, mein Zorn ist gewaltig, er bringt den Tod auch dir schon bald. Also sehr, sehr coole Aufmachung und hat mir unglaublich gut gefallen. Und man bekommt direkt Lust auf noch mehr Thriller. Also bis auf Ethan Cross klingen alle drei wirklich sehr spannend. Ethan Cross deswegen nicht, weil ich habe da das Schwarze von ihm gelesen und fand es persönlich nicht so toll. Deswegen wäre das jetzt kein Autor, den ich weiterverfolge. Aber ich fand einfach diese Aktion ganz, ganz toll und dachte mir, ja, Lübbe versteht tatsächlich, wie man ein bisschen auf sich aufmerksam macht. Und dann, wie vorhin schon kurz angekündigt sozusagen, habe ich mich für ein neues Hobby entschieden. Ja, ich habe mich dafür entschieden. Und zwar verfolgt bin ich ja, wie ihr vielleicht wisst, auch durch meinen Zweitkanal ein großer Filofax-Fan. Seit bestimmt 2,5 Jahren bin ich in meinen Filofax verfallen, also diesen Ringbuchkalendern, in denen ich schon Einlagen selbst gemacht habe, in denen ich meine Kalender koordiniere, Washi-Tape verbrauche, Stempel, alles. Und habe jetzt aber so die letzten 6, 8 Wochen gemerkt, irgendwie macht mich mein Filofax nicht mehr so glücklich. Ich schreibe weniger rein, ich bin weniger kreativ, ich bin weniger bunt und irgendwie, ja, habe ich halt das nur noch gemacht, ja, damit es halt, ne? Ja, und ich habe in den letzten Wochen immer öfter vom Bullet Journal gehört und Bullet steht ja für Punkte, also Stichpunkte, und habe mich damit einfach so ein bisschen schlau gemacht, habe auf YouTube Videos geguckt, habe Blog-Einträge mir angeguckt, auf Pinterest gesucht und auch auf Instagram, also man findet überall was, habe mich dann auf einer Facebook-Gruppe auch mal angemeldet und mich hat es jetzt gepackt. Ich habe mich dafür entschieden, von meinem Ringbuchkalender, sozusagen von meinem Filofax, in ein Bullet Journal zu wechseln. Und wer sich jetzt fragt, wer ist denn das? Was ist denn das? Wie macht man das? Also es ist eigentlich ein relativ einfaches System und es ist das System, wie man es selbst möchte. Man schreibt eben, man hat vielleicht eine Monatsübersicht, man unterteilt dann den Monat in Wochen, man unterteilt es gegebenenfalls noch in den einzelnen Tag und setzt sich dann eben Bullets, also stichpunktartig, seine To-Dos. Also keine Ahnung, Fenster putzen, Staubsaugen, Fotos abholen, E-Mail an XY schreiben, 50 Seiten im Buch so und so lesen. Und dann hat man eben verschiedene Zeichen, insofern man das anwenden möchte, und hakt dann eben seine To-Dos sozusagen ab. Man kann die natürlich auch verschieben. Wenn ich heute nicht zum Fensterputzen komme und sage, hey, das ist mein Montag, dann setze ich das wieder in den Montag ein und so weiter und so fort. Und es ist eben alles nicht in einer festen Format, sondern man macht es, wie man es möchte. Man kann jede Monatsübersicht anders gestalten, jede Wochenübersicht anders gestalten und finde dann irgendwann zu seinem System, wie man es möchte. Zwischendurch
kann man eben auch andere Dinge hineinschreiben, denn es gibt keine chronologische Sache. Man kann mittendrin einfach mal irgendwie Dinge vielleicht reinschreiben, die eine Wunschliste oder gelesene Bücher oder tolle Filme oder manche machen Serientracker, also wie weit sie in welcher Serie sind. Manche haben auch Sleep Tracker, also es ist so eine Art Statistik, wie viele Stunden haben sie geschlafen, und es ist unglaublich groß. Also wer sich dafür interessiert, einfach mal auf YouTube eingeben. Da gibt es ganz viele Kanäle und tolle Videos auf Deutsch und in Englisch, und macht sich da einfach mal schlau. Mich hat es wirklich total angesprochen, und ich habe jetzt ein grobes Konzept mir in den letzten 3-4 Tagen überlegt, wie ich jetzt anfangen möchte, und ich werde ab September einziehen, werde das jetzt im Grunde ein bisschen vorbereiten und habe mich dann eben ja für einen Leuchtturm entschieden. 74, ich weiß jetzt gar nicht. Und zwar, weil da einfach so viele davon geschwärmt haben, von dem Papier, dass da eben selten was durchdrückt. Man muss natürlich mit den Stiften ein bisschen aufpassen, weil immer beide Seiten beschrieben werden. Und eigentlich wollte ich keine so große Anschaffung machen, also eine so teure Anschaffung für ein Notizbuch. Es ist ja im Grunde nichts anderes, ein Notizbuch, wo man eben alles aufbewahrt. Man kann Geburtstagslisten führen, keine Ahnung, also wirklich alles. Und man kann dekorieren mit Washi-Tape, mit Stempeln, mit Stickern, oder man lässt es eben ganz clean. Also bei mir wird es eine Mischung. Ich Entschuldigung, bin ein bunter Mensch. Ich mag es manchmal sehr schlicht, aber ich glaube, ich brauche tatsächlich einfach Farbe in meinem Leben, und hatte dann tatsächlich so zwei Farben mir ausgesucht auf Amazon und dachte dann, ich möchte ihn aber angefasst haben, und bin dann hier in ein Schreibwarengeschäft, ein Bürogeschäft. Und da hat mich tatsächlich dann diese Farbe so angelacht, und jetzt werdet ihr alle sagen, Steffi, es passt wie Faust aufs Auge. Und zwar ist das ein Sonnengelb. Ich glaube, die Farbe heißt, wenn man auf Amazon drauf geht, Zitrone. Und ich fand die so toll. Und sie hatte mich einfach. Ich habe mich für den mit der gepunkteten Linierung sozusagen entschieden. Also steht jetzt noch nichts drin, deswegen ist es noch sehr unspannend. Also es sind hier, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, eben Punkte. Damit man, also es gibt das auch liniert und kariert, finde ich persönlich aber so vom ersten Eindruck ja nicht so schön. Und ich finde aber Punkte tatsächlich ein bisschen hilfreich, damit man gerade einfach was macht. Man braucht eigentlich nur ein Lineal und einen Stift und kann loslegen. Und wie ihr seht, das ist wirklich jetzt ganz frisch, habe ich Donnerstag gekauft und werde mich jetzt eben am Wochenende und Anfang nächste Woche hinsetzen. Das Besondere ist halt auch, man hat eben ein Inhaltsverzeichnis, einen Index, wo man dann eben schreibt, was ist, wo eben, weil alles durcheinander in diesem Notizbuch ist, braucht man natürlich irgendwo eine Übersicht, wann beginnt was, wenn man mal zurückschauen möchte. Und mich hat es einfach erwischt. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin da wirklich gerade angefixt, und es ist in aller Munde gefühlt, und es schwappt eben jetzt nach Deutschland rüber. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein System ist, mit dem man einfach sein Ding machen kann. Bei jedem sieht es anders aus. Man kann sich natürlich manches abgucken und für sich selbst wieder umgestalten, und mich hat es einfach erwischt. Also wenn ihr da vielleicht mal irgendwann später auch ein Video dazu sehen wollt, könnt ihr mir da gerne auch mal was in die Kommentare schreiben, oder wenn ihr tolle Kanäle kennt oder selbst vielleicht Bullet Journal macht, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin dafür Inspiration jetzt wirklich sehr offen, und ich bin einfach verliebt, ne? Also ihr habt ihn schon vielleicht auf Instagram und Facebook gesehen, und ich freue mich wirklich sehr, da jetzt einzuziehen und mein Leben darin ein bisschen nicht nur zu planen, sondern eben auch sich Erinnerungen dann irgendwie mal einzutragen und dann eben so Highlights des Lebens festzuhalten. Also jeder Tag ist natürlich ein Highlight, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, das war sie jetzt auch schon, meine überlange Bücherwoche. Es tut mir echt leid, dass ich so lange geplaudert habe, aber bei 4 Büchern, na, da dauert das natürlich ein bisschen länger. Ich hoffe dennoch, dass ihr Spaß hattet und ja, jetzt auch gut ins Wochenende gestartet seid, die Tage genießt, das schöne Wetter genießt. Es soll nächste Woche noch ein bisschen weiter sommerlicher bleiben, und würde mich natürlich über Kommentare und einen Daumen nach oben freuen und wünsche euch jetzt eine gute Zeit, und dann bis bald. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.